I'ma keep rolling, rolling. I'ma keep rolling, rolling. Ja, moin Freunde. So, ich habe hier ein Paket oder besser gesagt einen Karton von meinem neuen Dutch Ofen. Den habe ich nämlich zu Weihnachten bekommen. So, jetzt mussten da ein paar Sachen passieren, bevor ich den das erste Mal benutze. Ich packe den mal aus. Bei dem Dutch Ofen ist so ein Deckelheber dabei. Was da noch drin ist, ist halt so ein Heftchen, so eine Anleitung, Guide steht hier auch drauf. Und da stehen so einige Sachen. Sachen, die es noch von Camp Chef zu kaufen gibt. Und halt auch zum Beispiel die Temperaturliste, die ich schon mal bei einem oder anderen Video beigefügt habe, wie viel Kohlen wohin müssen, bei welcher, damit wir die gewisse Temperatur erreichen. Das kann man schön aufbewahren. So, der Dutch Ofen. Der ist schon eigentlich voreingebrannt von der, ich sag mal, von der Firma. Wir sehen ja, der ist schwarz. Aber der muss vor dem ersten Gebrauch nochmal eingebrannt werden. So, es gibt verschiedene Möglichkeiten, dies zu tun. Also das ist jetzt ein 12er Dutch Ofen, weil der 10er mir zu klein geworden ist. Das heißt, ich werde den 10er weiterhin benutzen, bloß wenn man etwas oder wenn man Besuch hat oder wenn man was Größeres machen will, ist mir der 10er einfach zu klein geworden. Das ist jetzt ein 2er, der hat 7 Liter Volumen. Der 10er hat, meine ich, 5 und der 14er, der hat 9. Der 14er finde ich für mich persönlich ist, glaube ich, ein bisschen zu groß, aber der 12er ist genau richtig. Für Anfänger mit dem Dutch Ofen, wer sowas gerne mal probieren will oder wer sowas interessant findet, dann solltet ihr mit einem 10er anfangen, bloß nicht kleiner. Und wenn ihr dann für euch feststellt, wow, ist ein super Teil, ich möchte sowas öfter benutzen oder viel damit kochen, dann kann man sich immer noch einen 12er bestellen. So. Wir nehmen normales Sonnenblumenöl und dann reibe ich überall Öl hin, dass überall, wie gesagt, dass der ganze Dutch Ofen mit Öl benetzt ist. So, wie ich den heute einbrenne. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Also wer jetzt kein Gasgrill hat oder wer jetzt kein Kugelgrill hat oder. Also meinen werde ich jetzt im Räucherofen einbrennen. Und zwar habe ich ja den Gasbrenner. Und den Dutchofen stelle ich dann da gleich rein. Da sehen wir uns dann gleich nochmal draußen. Und der wird da eingebrannt. Wer sowas nicht hat, es ist auch möglich, den Dutchofen im Backofen einzubrennen. Bloß, was man dabei beachten sollte, dieser Raum, also wie gesagt, der Raum, die Küche sollte gut belüftet sein. Weil das Öl, das brennt sich ja dann halt ein im Guss und es gibt eine Rauchentwicklung. Und die ist auch nicht wenig. Und also ich werde jetzt gleich den ganzen Dutchofen einschmieren und in den Räucherofen stellen. Und wie gesagt, wer keinen Räucherofen hat oder keinen Kugelgrill, da kann man es nämlich auch machen. Schön Kohlen unten rein, den Dutchofen reinstellen, Deckel zu und dann bei 180, 200 Grad, bis es nicht mehr raucht. Also dann abkühlen lassen und dann ist er eigentlich fertig eingebrannt. Schön auswischen, dann nochmal neu einölen. Zum Lagern empfehle ich wirklich immer nach dem Kochen Essen, Restessen raus, auswaschen und dann einölen. Dann habt ihr wirklich lange Spaß damit. Dann müsst ihr nicht immer irgendwie neu einbrennen. Das mache ich jetzt auch nur einmal und dann bleibt es auch so. Weil wenn man den wirklich immer schön pflegt und einölt, dann hat man auch wirklich, wirklich, wirklich lange Spaß damit und Freude. Wir sehen uns, wie gesagt, jetzt draußen. Ich werde die ganze Geschichte jetzt einölen und dann stelle ich das in den Räucherofen und dann sehen wir uns gleich am Räucherofen. So, ich sag mal bis gleich. Ja, jetzt habe ich den Dutch Ofen, wie gesagt, eingeölt und dem Räucherofen halt ein Teil ist halt unten, ein Teil ist oben.
Jetzt werde ich den Brenner gleich ordentlich aufdrehen, dass ich so eine Temperatur erreiche von 180, 200 Grad. Den Luftschieber oben, also den Luftschieber vom Schornstein, den lasse ich einen kleinen Spalt auf, dass der Rauch raus kann. Und dann lasse ich das Ganze mal einbrennen. Ich weiß nicht, wie lange es dauern wird, aber wir sehen uns nachher, dann kann ich euch mal eine Zeit sagen, wie lange sowas halt dauert. So, ich sag mal bis gleich. Ciao. So, Freunde, etwas über eine Stunde ist vergangen. Ich habe den Dutch-Ofen jetzt aus dem Räucherofen rausgeholt. Und so sieht er jetzt aus. Der ist jetzt schön glatt geworden. Der war vorher noch so ein bisschen rau. Der war zwar schon voreingebrannt, aber ihr seht, wie jetzt, ja, wir haben diese Anti-Haftschutzschicht jetzt draufgebrannt mit dem Öl. Und jetzt schaut mal, wie der glänzt. Die ganzen Poren sind geschlossen. Und ich finde, das ist ein tolles Ergebnis. Der Dutch-Ofen war jetzt ungefähr, ja, eine Stunde 20 Minuten im Räucherofen bei circa, ja, 220 Grad. Der hat dann angefangen, ja, nach ungefähr einer halben Stunde kam weißer Rauch, weiß-blaulicher Rauch, und da war halt dieser Prozess des Einbrennens. So, jetzt haben wir halt den Dutch-Ofen eingebrannt, der ist noch leicht warm. Wenn er gleich abgekühlt ist, werde ich ihn noch einmal durchspülen und noch einmal mit Öl komplett bedecken, ganz leicht, nur eine ganz dünne Schicht. Und dann, ganz wichtig ist, nicht draußen lagern, weil durch die ganze Feuchtigkeit, das tut dem Dutch-Ofen nicht gut. Also entweder im trockenen Keller oder in der Gartenhütte, also da, wo keine Feuchtigkeit ist. Das ist ganz wichtig. Und ja, jetzt habe ich das noch geschafft, im alten Jahr 2015 den Dutch-Ofen einzubrennen, kurz nach Weihnachten. Und mit dem Dutch-Ofen sehen wir uns direkt im neuen Jahr. Da habe ich ein, zwei Rezepte, die ich ausprobieren möchte und die ich euch zeigen möchte. Und ja, dann werde ich den großen dann einweihen. An dieser Stelle möchte ich mich noch recht herzlich fürs vergangene Jahr bedanken bei euch allen, bei Zuschauern, Abonnenten, bei Besuchern meines Kanals. Und ich möchte euch auch an dieser Stelle guten Rutsch ins neue Jahr wünschen. Feiert schön und bleibt gesund, kommt alle gut rüber. Und ich hoffe und wünsche mir, dass wir uns nächstes Jahr wiedersehen mit tollen Sachen, tollen Rezepten, tollen Grillsachen und. Ja, an dieser Stelle, wie gesagt, guten Rutsch, kommt gut ins neue Jahr und ja, wir sehen uns nächstes Jahr. Bis dahin!